Ja, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Earthbound. Nachdem die verlorenen Folgen jetzt endlich abgeschlossen wurden, beziehungsweise nochmal nachgezeigt worden sind, habe ich jetzt wie schon angesprochen den Save State benutzt, nachdem ich dann nach Carbon Dog leveln war. Und ich habe gelevelt bis Tommy Level 80 erreicht. Ich zeige euch das am besten einfach mal. Also David ist jetzt Level 90, Julia 85, Saffe 84 und Tommy 80. Oh Mann, ey. So. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas Nennenswertes dazu bekommen haben. Healing, das hatten wir schon. Keine Ahnung. Keine Ahnung, der hat kein Psy, die hat, ich glaube, auch nichts dazu bekommen. Ich weiß es nicht mehr. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Kann sein, ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen, ist ja auch nicht so wichtig, oder? Eigentlich nicht. Ja, aber auf jeden Fall mit diesen neuen Leveln lässt es sich erheblich einfacher spielen, denke ich. Und ja. Was mich wundert, ist, wo der Fotografentyp schon so Ewigkeiten ist. Verdammte Scheiße. Was wollen die jetzt alle von mir? Also. Dann kommt mal beide her. Ach, die greifen nur alleine an, oder was? Ja. Ach, wieso hat der jetzt ein Power Shield? Hatte der schon immer ein Power Shield? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ist ja gut. Oh, auch noch zwei Feier, genau. Ja, und als ich damals die Parts gespielt habe, da war das dann auch so, dass David und Julia kaum Schaden bekommen haben. Nein, nein, tut's nicht. Ah, kaum Schaden bekommen haben von Feuerattacken. Das liegt daran, dass Julia im Laufe. Ach ja, genau, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Dass Julia im Laufe der Zeit irgendwas bekommen hat zum Anziehen, was Feuer oder so vermindert. Psy Healing. Nee, Tommy hat Psy Omega. Also. Ach, der ist ja tot. Aha. So, Tommy revived. Life up better müsste reichen. Oder auch nicht. Ja, genau. Und zwar, was haben wir an? Ja, David hat den Ultimate Bat, das Flame Pendant, Cherub's Band und Shiny Coin. Ja, ich muss es jetzt nicht vorlesen, oder? Ihr seht es ja selber. Er hat die Moonbeam Gun, glaube ich. Entweder war die gekauft oder er hat sie repariert von irgendwas. Weiß ich nicht mehr genau. Ja, der hat halt das Cloak of Kings. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, es gibt hier mehr. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der neue Damage toll. Und ich denke nicht, dass Level 9, also Level 90 muss eigentlich komplett ausreichen für das gesamte Spiel und ich level ja noch weiterhin. Also ich werde jetzt, denke ich, nicht mehr leveln müssen. Ach ja, genau, ich zeige euch noch diese Höhle hier. Vielleicht gibt es auch jetzt was Neues. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja. Ja, so viel dazu. Na? Keine Ahnung, was das sein soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in diesem Spiel so etwas gibt, was komplett unsinnig ist. Und vor allem sah es auch so aus, als ob man da irgendwas machen könnte. Da war diese komische kaputte Stein oder was das war. Ja, mal schauen, was die hier zu sagen. Ihm dauerlistete schauen, was der so sagt. You finally came, David. Finally you talked to me. Listen, David. Aber ich habe doch schon mit dir geredet, Mann. Ja.
Jetzt sagt er mir den gleichen Rotz nochmal. Ja, nehmen wir nochmal die 8 Spots. Ja. 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 Der einzige, wo wir nicht waren, Pink Cloud. Ja, Lumine Hole. Und da waren wir auch schon. Ja, waren wir schon. Ja. 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 Ist ja gut. Alter, krass. Ich benutze einfach mal Teleportation. Ich wüsste auch nicht, wie ich sonst hier wegkomme. Ey, das interessiert mich jetzt, wie schnell ich hier laufe. Aber wo gehen wir denn hin? Wo können wir überhaupt schon überall hin? Boah, wir können sogar ins Underworld. Ja, dann gehen wir am besten gleich nach Dalaam. Nein. Doch, Dalaam war's. Der läuft ja genauso schnell. Das möchte ich nochmal sehen. Hä? Hier sind auch überall so komische kleine Punkte. So. Nein. Oh, ist echt. Wow, so könnte man sich hier richtig schnell fortbewegen. Alter. Oh nee. Ah. Ja, Vetnosaurier. Bam. No chance, Junge, no chance. So, So, jetzt aber nach Dalaam, bitte. Ui. Ey, die werden viel größer als sonst. Normalerweise sind die immer ganz eng aneinander. Und jetzt sind die total weit voneinander weg gewesen. Was ein Rotz. Also wenn man schon sowas macht, dass man klein ist, dann sollte auch alles so sein, wie als wenn man normal ist. Ich möchte nicht immer wieder Dalaam auswählen. Die werden hier echt groß. Alter. Ui, und weg. So. Da ich schon lange nicht gespeichert habe, werde ich das gleich mal tun. Bin bestimmt noch homesick oder sowas. Ach ja, und ich wollte noch in dieser, da wo wir den Stein getroffen haben, den zweiten, den ich beim ersten Mal nicht getroffen habe. Da habe ich auch noch nicht alles angeschaut, das wollte ich eigentlich noch machen. Ja. Ja, ist gut. Ja, ja. Das hat er schon mal gesagt. Ja. Ich war auch nicht homesick, passt. Wir haben auch so einen Carrot Key oder sowas. Ich hoffe, mit dem kommen wir da jetzt rein. Hoffe ich zumindest. Ich habe mich sonst keine Ahnung. Rabbit. Der hat den noch immer. Den Carrot Key. David used the Carrot Key. House range, the rabbits and carrots disappeared all at once. Okay. Boah, ist das hier groovy. Haben die Angst vor mir? Was soll das überhaupt sein? Thundermite. Lustig. Und down. Ja. War ja klar, das ist ja sozusagen die 6. Stelle und wir haben die 7. und 8. schon. Ich wusste auch nicht, dass wir hier hätten hervorheben können, beziehungsweise müssen. Ich hätte natürlich gerne die richtige Abfolge gehabt, auch von den Soundstorm-Melodien. Tut mir leid. Jetzt ist halt so. Aber es dürfte deswegen hier kein Problem mehr sein hier.
einfach nur noch durchzulaufen. Der Background ist wieder so lustig. Ist alles so lustig. Ewig lange Seile klettern. Wow. Hey. Waste of Kings. Hey, das sieht wieder nach einem Item für Tommy aus. Alles, was mit Kings ist. Ah, ja. Ist okay. Ja, das kann weg. So. Equip Tommy. Was waren das? Bracelets, oder? Bracer. Ja, wow. Nochmal 30 Defense mehr. Nice. Ihr kriegt langsam echt gut Defense. Aber ist hier sonst nichts, oder was? Haha, grün. Ja, sehr gut. 7000 Erfahrung. Na gut, dass wir hier runtergegangen sind. Das hasse ich an Wegegabelungen, weil ich will eigentlich immer alles erkunden. Und weil einfach, es könnte zum Beispiel sowas sein wie ein Ausrüstungsgegenstand für einen Tommy und das ist echt viel wert. So, ich bin aber auch froh, wenn man hier einfach durchkommt. Ja, genau. Wow, was ist das? Tango. Wie sieht das denn aus? So richtig ekelhaft, wie so ein Bandwurm oder sowas. Oder wie Darm oder. Darmausgang. Da kommt so ein Kopf mehr. Ah, sieht echt widerlich aus. Sun Guts Pill, toll, danke. Ja. Wie Mist. Wie? Ja, der hat die Pokéflöte. Oh, nein, da ging es ja weiter. Fuck. Fuck, ich hab's gewusst. Fuck. Und alles nochmal. Weil war ja so schön. Kotz, 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 kotz. Da komme ich niemals durch. Wäre zu schön gewesen. Jetzt ist dieser ekelhafte da weg. Ah ja, das Loch war noch richtig. So, nicht in das Loch. Sondern in das Loch. Hey. Sind wir da auf der anderen Seite. Und da ist ein Present. Irgendwas Kings. Rock Candy. Okay. Drop. Rock Candy. Das kriegt mal Sache. Speed went up by one. Und weiter. Tengu, conducting menace. Ah, das war das andere. Wow, bam. Ja, also kein Problem hier, kein Problem. Gut, wir sind aber auch wieder zeitmäßig am Ende. Wow, und wir sind vor der Sanctuary Location. Nice. Das heißt, es geht hier nächstes Mal direkt mit dem sechsten Bossfight los. Bis dahin, auf Wiedersehen.